In meiner Funktion als Friedhofsgucker besuchte ich die Toten der Reihen 1 bis 5 linker Hand von St. Marx. Es sind meist Verstorbene von 1858 bzw. 1859, die hier die letzte Ruhe fanden. Ob Freiheitskämpfer, Edelleute, Bürger oder Handwerker, hier liegen sie alle vereint. Lasst nun Bilder und Gedanken auf euch einwirken. Versucht einzutauchen in die Totenwelt von St. Marx.